Nun gut, dann auf ins Geisterhaus. Beziehungsweise sein altes Haus. Hoffentlich bleibt's beim Niesen. Nee, oben lang. Na komm, berghoch. Die Pilze nehmen wir mit. Können wir später einschmeißen. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Okay, das wohl nicht. Aber das. Ciri. Nein, das ist unmöglich. Was zum... Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt, komm! Ich glaube, ich habe eine Idee! Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und? Können wir anfangen? Ja. Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Ich bin gespannt, was die Gute sich hat einfallen lassen. Einige Stunden später. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn! Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir! Vorsicht, tut dem Kleinen nichts! Gib mir das Kind! In den Ofen! Wirf ihn in den Ofen! Mutant!
gerade ein. Mehr gedacht, aber... Aki! Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei? Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mach ich denn jetzt? Du bist verwirrt, aber keine Sorge, das geht vorbei. Mir ist als... wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Das haben wir doch schon besprochen. Oh ja. Leb wohl, Hexer. Blauer Himmel und stets Wind im Rücken dir. Dir auch. Alles Gute. Ich würde gerne mal wissen, was habe ich da in den Ofen geschmissen? Baby in die Hand gedrückt. Und ich habe das Baby in den Ofen geschmissen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was war das? Ist das irgendwo ein Ausgang? Wie komme ich da hin?
muss einen Weg durch dieses Haus geben. Ist der jetzt abgeschlossen? Hier hinten irgendwie durch. Nein. So viel Wasser. Alles führt nach Lavik. Ernsthaft, ich kann jetzt hier nichts anhaben. Da war ich noch gar nicht. Jetzt schauen wir mal, wie wir diesen Werwolf loswerden. Momentan kann man ihn ja nicht töten. Also man kann schon, aber er kommt wieder und wieder und wieder und ist jedes Mal angepisster. Es regnet schon wieder. Ah! Wie kann ich helfen? Bewegte Zeiten. An den Waffen sollte man nicht sparen. Zeig mir, was du hast. Genau, erstmal Schund verkaufen. Habe ich Schund?
Nein. Oh. Nein. Das ist ja nur Anfänger. Bis dann. Wiedersehen. Was das doch von dem Ciri war. Respekt, Hexer. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein Riesenkopf über den Kamin. Was für ein Schmuck. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgvaag. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyers. Du warst dort, als Morgvaag den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgvaag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lacht. Verstehst du? Er lachte. Netter Kerl. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Was geschah mit Morgvaag? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell. Und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex. Mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Weil du ein Versager bist.
Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Ich hab dich im Zur Seite! Werde den Werwolf los. Und wie? Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Glaube ich noch nicht. Da oben muss noch eine Höhle sein oder ein Ausgang. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen, vor Jahren.
müsste ich ja da hinten eigentlich durchkommen, wo ich den Scheißschlüssel habe. Was steht denn in dem Tagebuch? Tag 24. Tjoster der Weise hat seinem Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wache abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzten die Männer im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Tag 26. Als wir von Rawaik fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen, also habe ich den Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit dem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs seinen Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Tag 33. Unser Besuch auf Hindas Fjall war ein voller Erfolg. Tote Priesterin, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer, das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen. Norufs Sohn von Odelik die Becken und Löffel, Mons Sohn von Gudvar die Leuchter und den Schmuck, wenn Torda, Sohn von Einar, seinen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Spikkerug und sehen noch, was die Händlerweiber auf den Markt gebracht haben. Aha. Jetzt muss ich wieder zu dem zurück, oder was? Halt, ich muss oben rum zurück. Wie sind hier die Türen zu? Hin, her. Die falsche Seite. Dein Name sei verflucht. Ja. So, was Digga, erzähl mal. Freunden zeigen Sie das. Mein Gruß, gelobt sei Freya. Lügner. Was?
bei den Brüsten der großen Mutter. Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwags Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Wir müssen nicht kämpfen. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwags Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn noch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgwag Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Oh. Ich werde um diesen Kampf nicht drumherum kommen. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, es war sogar mir zu viel. Echt, da ziehst du die Grenze. Als es vorbei war und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Tu's für die Priesterin, bitte. Ich will dich nicht töten. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön. Nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Ist Morgwag wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen, auf keinen Fall. Du, Respekt, Hexer. Das überlege ich. Das überlege ich mir noch. Erstmal finden. Schlüssel! Ramond, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramond? Gib
Du! Gauner! Hurensohn! Wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten! Mieses Arschloch! Du kannst deinen Gestank nicht verstecken! Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Hier, leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Doch, den nicht brauchst du. Scheißen. Anlegen. Ich bin erlöst. Erlöst. Endlich. Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde Sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Nein, bist du nicht. Tut mir leid, kommt nicht in Frage. Warum hast du mich denn erlöst, verdammt? Um dich zu töten. Endgültig. Verdammt! Idealer Freund, geduldig, nimm den Mund nicht zu voll. So, hol dir die Belohnung vom Auftraggeber ab. Wer war denn der Auftraggeber nochmal? Ja, und wieder eine Bestie weniger. Wenn ich so weitermache, geht mir bald die Arbeit aus. Ach, das ist da drüben.
eine Woche bei uns zu besuchen. Wo bin ich denn hier? Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Danke. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwark, ich habe noch ein paar Fragen. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwark ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Tu das. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Nach Lavit. Da Quest. Oh, Wölfe. Und sehen uns das beim nächsten Mal an. Bis dann.